Ja, hier. Das ist abgemacht worden. Oder der Wind hat abgerissen. Schon wieder so ein Fahndungsplakat. Da ist hier an dieser Stelle irgendwie ein Radfahrer, irgendwie Fahrerflucht. Der lag dann da unten und ist dann ein paar Tage später in Regensburg im Krankenhaus gestorben. Also hier verirrt sich auf dieser Straße, verirrt sich wirklich nur so ein paar Leute, die da wohnen. Jede Menge Radfahrer und die Angler oder sowas. Sag ich mal, eine ganz kleine Gruppe. Ich muss jetzt weiterfahren, weil sonst werde ich auch über den Haufen gefahren. Also fahre ich ein bisschen davor und dann erzähle ich euch irgendwie, wieso das jetzt eigentlich irgendwie wert wäre, einen Reboot zu machen. Das hier ist die Mündung der Naab in die Donau, gleich da vorne, da um die Ecke ist Regensburg. Und da ist halt schon Kelheim, da war halt das Fahndungsplakat von der toten Frau. Und deswegen ist das so ein bisschen passend. Wie kann ich jetzt die Kamera aufstellen? So, weiter geht's. Das soll jetzt ziemlich spontan sein. Und ich möchte jetzt gar nicht genau nochmal erzählen, wie genau meine tolle, also es ging da um die perfekte Verbrechensbekämpfung bei 0% Totalüberwachung. Also ohne ein System, das unsere Daten sammelt, weil wir im Prinzip unsere Daten selber sammeln. Will ich gar nicht erklären, wieso das so revolutionär und so toll ist. Ist ja die alte Kampagne, weil ihr seid eh alles zu doof dafür. Also es übersteigt bei Weitem den Horizont von eurem Vorstellungsvermögen, was eigentlich irgendwie machbar und denkbar ist. Und hier ist jetzt interessant, ich kann jetzt einfach mal anhand dieses tragischen alltäglichen Vorfalls erzählen, wie das System funktionieren würde, denn es ist gar nicht so von wegen, dass wir jetzt alles komplett umkrempeln müssen, weil wir könnten im Prinzip jetzt Teile der Datensammlung schon umstrukturieren und praktisch, also nicht wir, sondern halt der Staat. Also man könnte so einen fließenden Übergang machen. Denn ein Teil unserer Daten, die werden ja schon gesammelt und die sind gar nicht direkt bei den Strafverfolgungsbehörden und sie sind auch nicht bei uns. Sie sind schon irgendwo in der Mitte. Und deswegen, die Polizei macht eben so eine Anfrage an die virtuelle Datenbank. Und sie kriegt halt kein Ergebnis zurück. Also sie können jetzt nicht sagen, von wegen, wer war an wem Tag. Irgendwie ist hier alles mit dem Auto. Ich meine, das ist der erste Punkt, weil irgendwie jeder hat heute ein Handy und der Typ, der hier lang gefahren ist oder natürlich mal. Der hat ja nicht absichtlich jemanden umgefahren, hat es ja nicht vor. Also das Handy war garantiert eingeschaltet. Also es gibt garantiert ein Bewegungsprofil. Ja, und aber die können jetzt aber nicht sagen, von wegen, ja, in Telekommunikation gibt uns mal irgendwie alle Leute, die da lang gefahren sind. Das wäre eben dieses Totalüberwachung. Wir haben Zugriff auf alles, ja. Stattdessen geht es halt umgekehrt. Also man macht eine Anfrage von wegen das und das und das und das. Also die ganze Detektivarbeit wird praktisch im Vorhinein von der Polizei, die so Filter vorgegeben. Die werden dann an die virtuelle Datenbank geschickt und sie kriegen praktisch nur ein Ergebnis zurück, wenn der Filter so irgendwie auf 3-4 Personen runtergegangen ist, dass die dann halt wirklich dringende Tatverdächtige sind. Ja, und das wäre halt ein System, was man machen könnte, ohne dass die Polizei überhaupt die Daten irgendwie von uns wegkommen. Nehmen wir mal an, Detektivfilterarbeit, das war irgendwie ein Angler, ja. Der muss im Internet irgendwie in den letzten halben Jahren irgendwas im Angelbereich gemacht haben und er muss irgendwie an dem Tag halt hier mit dem Auto lang gefahren sein, also das Handyprofil über das, ja. Dann werden praktisch diese Informationen gehen jetzt praktisch an 2 Datenbanken, ja, zur Telekommunikation, zu den Internetprovidern. Die geben aber keine Rückmeldung an die Polizei, weil das wäre jetzt, wie es zurzeit schon ist, irgendwie von wegen, die Polizei hat Zugriff auf alles. Sondern sie werten im Prinzip ihren Teil nur aus und den schicken sie jetzt ans Gericht, im Prinzip wirklich Staatsanwaltschaft, Gericht. Da wird praktisch dann so ein Server eingerichtet, der dann diese Anfragen wieder zusammenfasst und auswertet und dann feststellt von wegen, okay, hat die Polizei jetzt wirklich eine Detektivarbeit gemacht, die jetzt wirklich zum tatverdächtigen Kreis wirklich geführt hat. Ja, dann wird überprüft von wegen, ist das jetzt irgendwie überhaupt erlaubt? Also von wegen haben sie da irgendwie wirklich also würden praktisch diese Beweise irgendwie vor Gericht anschlüssig sein. Ja? Ja? Aber die würden dann sehen, wegen, aha, Angler war an dem Tag hier oder sowas. Ja, okay, den könnten wir jetzt mal überprüfen.
Und dann kriegt erst von der dritten geht es wieder zurück zur Polizei. Das heißt, keine Sektion hat irgendwie den totalen Zugriff, die totale Überwachung. Ja? Ja, und zurzeit werden halt eh schon die Daten dezentral gesammelt. Ja? Das heißt, man könnte jetzt ganz einfach so ein System mal testweise für Raum Regensburg oder sowas installieren, wo die Polizei jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwie direkt irgendwie bei der Telekommunikation anzufragen, sondern nur halt über dieses System. Sodass die Polizei halt gezwungen ist, sich mal Gedanken zu machen. Ja? Polizei, wie gesagt. Und dann wirklich von denen, ah, was könnten wir noch und was könnten wir noch und das und das und das. Und das schicken wir dann einfach los an die verschiedenen Datenbanken, die zentral, und kriegen dann nur zurück von denen, ja, ihre Polizeiarbeit war erfolgreich, wenn dann halt wirklich die Staatsanwaltschaft schon schafft, direkt im Prinzip dann Anklage irgendwie eröffnen kann, weil die kriegen es ja als erste Partei sozusagen mit. Ja? Und das könnte man dann jetzt nur so ein bisschen irgendwie plausibler zu machen, auch ausweiten dann. Zum Beispiel, ja, okay, er hat jemand angefahren, war vielleicht ein Unfall, der war vielleicht, also welche Person im Raum 50 Kilometer Regensburg hat in den nächsten 3 Monaten eine Werkstattreparatur gemacht, ja? Die Daten sind auch schon fast da. Ich meine, an die Finanzämter, das war halt eine Reparatur über den Preis. Ja, könnte man vielleicht noch erweitern, dass an Finanzamt grob gemeldet wird, ja, um was es da gegangen ist oder sowas. Ja, ich will jetzt nur sagen, von wegen, die Daten sind auch schon fast da. Also wäre so der Punkt, ja, dass man sagt, okay, wer hat in, war irgendwie, ist an dem Tag hier lang gefahren, ist ein Angler und war in den nächsten 3 Monaten, hat eine kleinere Autoreparatur gehabt oder sowas. Ja. Aber es sind, der Trick, der halt jetzt hier so schön ist, um uns zu erklären, die Daten sind schon da, die Datenbanken sind schon da. Es ist keine totale Überwachung und es ist sogar weniger, als es jetzt schon ist. Ja? Weil zurzeit kann die Polizei halt direkt die Anfragen machen und kann sich mal alle 100 Leute geben lassen, die hier waren. Sie kann sich irgendwie alle Anglerscheine geben lassen von der Polizei. Dann haben sie die volle Daten und können irgendwie dann die Totalüberwachung machen. Ja, während so werden sie praktisch irgendwie in Rückschritt, ja, sie werden gezwungen, aber dafür wäre es halt ein System, was man wirklich en masse machen könnte. Also die Polizei kann sich alle möglichen Filter und Dings auslegen und nur wenn sie halt einen Treffer haben, aber dann haben sie auch wirklich ein Verbrechen. Ja? Sodass wahrscheinlich sogar irgendwie ein effektiveres System wäre, als so wie es jetzt ist. Weil zurzeit kann die Polizei halt dann doch nicht irgendwie jedem Kinkerlitz irgendwie, also bei unserer PV-Anlage, oben bei Dings da, wo meines, da haben sie mal bei so einer großen zig Hektar Anlage so Solarmodule geklaut. Und mein Nachbar, der hat tatsächlich irgendwie dann mal aufgefallen, dass da so ein Laster irgendwie um die Ecke gekurvt ist. Ja? Und dann habe ich später auch ein bisschen so von wegen logisch, naja, um die Ecke, da geht es eigentlich nur zur Autobahn. Also welches Bewegungsprofil war an dem doch da und ist dann später auf die Autobahn. Da fiel mir ein, die Autobahnüberwachungs, die LKW-Dings. Also das Auto ist bestimmt in die und die Richtung durch so eine Mautstelle gefahren. Ja? Also könnte die Polizei doch einfach mal bei der Mautstelle irgendwie sich die Dinge und sie dann vergleichen, aber ging gar nicht, habe ich dann später, weil die Polizei hat gar keinen Zugriff auf diese Mautstellen wegen dieser Angst vor der totalen Überwachung oder sowas, ja. Die ist halt nur für die LKWs zu zählen und deswegen darf die Polizei nicht. Ja, aber wenn damit jemand überführt werden könnte, dann wäre es eigentlich ganz okay. Also man muss sicherstellen, dass man ein System hat, dass dann praktisch nur die Daten wirklich verwendet werden, wenn auch wirklich irgendwie jemand überführt worden ist und vorher nicht. Weil sonst wäre es halt totale Überwachung. Ja? Irgendwie alles, was du sammelst, wird irgendwie gefiltert und kann später mal irgendwie gegen dich verwendet werden. Das heißt, hier wäre jetzt eben diese Idee von wegen, okay, man kann nicht von der Mautstellen irgendwie sich die Nummernschilder mal alle schicken lassen, aber man kann sagen von wegen, hier, werte du doch mal meine Polizeidetektivarbeit aus, beteilige dich daran und wenn du irgendwie deinen Teil, den schickst du dann an eine dritte Person, die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte, die dann praktisch wirklich auch die Kontrolle über dieses System haben. Ja, weil das ist ja jetzt auch irgendwie mit den Staatstrojanern, war doch gerade irgendwie in der Presse, dass die halt jetzt irgendwie so viel oft eingesetzt werden, dass es eigentlich gar nichts mehr mit der Terrorbekämpfung zu tun haben kann. Ja? Weil halt irgendwie die Kontrolle da fehlt. Und deswegen ist dieses System, ja, wie gesagt, ihr könnt ja die alte Kampagne, da ist es viel genialer, also es ist dann viel schöner, dass wir das irgendwie wirklich komplett die Daten irgendwie ganz bei uns lassen. Ja? Aber da ist eben das Problem, bestimmte Daten, wir könnten sie dann manipulieren und bestimmte Daten fallen eigentlich erst
nicht bei uns an, also zum Beispiel bei den Internetprovidern und oder bei den Surfprovidern oder sowas. Also da ist eh eigentlich die geeignetere Schnittstelle, um unsere Daten praktisch irgendwie zu sammeln. Und so von dort dann praktisch in so eine Blockchain irgendwie zu stopfen oder so, könnten wir sie im Prinzip hier an diesem Beispiel jetzt mit der Fahrerflucht irgendwie, könnte man das System eigentlich schon einführen, ja, und es parallel laufen lassen und dann auch wirklich sehen irgendwie, dass man jetzt hier irgendwie durchaus ganz einfach solche Fälle auflösen kann, ja. Und während so werden sie jetzt unter dem Deckmantel des Datenschutzes oder sowas, ja, passiert halt nichts, ja. Und, wie gesagt, zurück zu der alten Kampagne. Ich möchte gar nicht jetzt auch hier jetzt bei dem Reboot gar nicht mehr erzählen, außer dieses Video, weil im Prinzip habe ich eigentlich alles schon in der alten Kampagne erzählt. Ja. Da steckt irgendwie eine ganze Menge mehr dahinter, auch gesellschaftlich. Und ich habe es eben jetzt auch schon wieder angedeutet, dass wir jetzt hier in so einer EU-Gesellschaft leben, in der wir es dann halt irgendwie wie die Schafe irgendwie, wenn ein anderes Schaf irgendwie vom Wolf gefressen wird, ist mir doch egal oder so. Deswegen ist es durchaus irgendwie jetzt mehr als nur dieses reine Ding, sondern es ist schon so eine Gesellschaft. Und ich habe das ja mit der Informationsgesellschaft und der nächsten Revolution der Informationsgesellschaft, also diese Datensouveränität. Ich fahre jetzt weiter zum nächsten Fahndungsblock. Weil ihr alle ja so blöd seid, dass euch das nicht interessiert.